das sind Petra, Resi, Stefanie. Sie teilen ein gemeinsames Hobby, Goldhauben sticken. Und das sind die Zutaten. Einmal eine ganz gut schneidende Schere, der Nähfaden, die feinen Nadeln. Hauptsächlich wird mit Flitter und Perlen gestickt, dann mit Bojofen. Und das fertige Band wird dann auf das Drahtgerüst gespannt. Und dann sieht man schon, dass es schon die Form kriegt von der Goldhaube. Dann kommt als Krönung der Knauf drauf. Und zum Schluss machen wir da noch die Masche drauf. Die kommt noch daher. Resi Autzinger zeigt uns das etwa 80 Jahre alte Kunsthandwerk. Jetzt müssen wir vorne wieder doppelt nehmen. Okay. Weil wir ja mit der Perle sticken und da muss das halt gut auslaufen lassen. Gut auslaufen lassen, sonst gibt es einen sogenannten Schlapfen. Was ist ein Schlapfen? Ein Fadenwirrwarr. Was gibt es denn so für Schwierigkeiten, gerade wenn man anfängt damit? Snowfädeln. Snowfädeln? Ja, ist ein großes. Einfädeln von der Einfädeln der Nadel. Nächster Schritt, die Vorlage wird entfernt. Bevor die Perlen angenäht werden, müssen 4 Löcher gestanzt werden. Du stickst in außen raus. Und beim Loch rein. Also ich war als Mädchen mit meiner Mama und meiner Schwester schon immer gemeinsam bei den Ausrückungen. Weil meine Mama ist seit Anfang, seit glaube ich 20 oder 21 ist, aktive Goldhaumfrau und natürlich hat es dann uns Mädels ein Häubchen gestickt und ein Goldhaumkleid genäht und dann waren wir natürlich begeistert immer dabei und ich glaube, ja, wenn man die Erfahrung gemacht hat, dann mag man das auch einfach die eigenen Kinder weitergeben. Ich habe aber gesagt, so was mache ich mal und das hat sich dann so ergeben. Was hast du schon gelernt seitdem? Dass man eine ruhige Hand braucht und Übung. Es wird immer besser, Gerd. Die ersten Hauben hat es um 1830 gegeben. Von Familie zu Familie wurden sie weitervererbt. Um das Brauchtum zu erhalten, brachte man nach dem Zweiten Weltkrieg jungen Frauen diese Nähkunst bei, im Schulunterricht. Damals hat die Frau Dr. Dobler, die hat dann an der Kunsthochschule, hat sie den Auftrag gegeben, sie müssen so ein Goldhaum zerlegen und schauen, wie sowas gestickt wird. Aus dem Außer haben sie dann die Kursleiterinnen gebildet. Anfangs 1970 ist das dann so richtig unter die Leute gekommen und das war ganz viel Nachfrage. Nachfrage hat auch Resi genug. Sie ist quasi ausgebucht. Die Goldhaubenfrauen sind kein klassischer Verein, sondern eine Gruppe, die sich regelmäßig trifft. Ja, es ist einfach ein schönes Stück und eine schöne Handarbeit. Und man ist eigentlich auch stolz, dass man sowas selber machen kann. Klassisch strickt man dazu ein bodenlanges Seidenkleid. Resi zieht für uns extra ihre dunkelblaue Robe an. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja schon bald wieder Kurse im Dorf an der Bram oder andernorts.